Hallo Leute, heute habe ich für euch meine Schuhsammlung. Die wurde so oft angefragt. Und da ich jetzt meine ganzen Winterschuhe so ein bisschen weiter weggeschoben habe und meine Sommerschuhe wieder rausgeholt habe, dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal, was für Schuhe ich jetzt so in meinem aktuellen Schrank habe. Ohne viel zu quatschen, würde ich sagen, wir fangen direkt an. Ich fange an mit den Schuhen, die ich jetzt so öfter trage und je weniger ich die Schuhe trage, desto weiter hinten sind die dann. Ich würde sagen, die Schuhe, die ich im Moment am häufigsten trage, sind diese hier. Das sind die New Balance Nummer 574 und die sind, wie ihr seht, grau mit dunkelblauen Akzenten. Ja, ich habe die letztes Jahr im Mai ungefähr gekauft und ich habe die ein paar Mal getragen und irgendwie fand ich die aber nicht so cool. Aber ich hatte den erstmal noch behalten, dachte mir, okay, komm, kriegst du schon irgendwie hin, trägst du mal nochmal. Ich habe die dann bis vor einem Monat vielleicht nicht mehr getragen. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe die so vor einem Monat ungefähr dann gefunden. Und ich fand die so geil. Und ich war direkt so voll in Love mit denen. Seitdem trage ich die echt fast jeden Tag. Ich liebe die. Die sind so... Ich verstehe es auch nicht. Ich liebe die einfach extrem doll. Obwohl ich die echt eine Zeit lang gar nicht mochte. Aber irgendwie... Ja gut, habe ich kein Problem mit. Außerdem trage ich noch gerne meine neuen Huaraches. Die habt ihr in meinem Fashion Haul schon gesehen oder noch nicht. Vielleicht kommt sie noch online. Wenn er online ist, verlinke ich ihn euch in der Infobox. Die habe ich relativ neu. Und die, ich weiß gar nicht, wie die Bezeichnung für die ist. Ist auf jeden Fall eine Limited Edition. Die sind auf jeden Fall so schön beige und haben so Wildlederakzente. Und was sind meine Akzente, Alter? Was ich noch besonders cool finde, ist dieses Orange hier vorne. Ich liebe Orange und finde das auch hier am Schuh richtig cool, weil die dadurch viel peppiger werden. Aber halt nicht zu viel, aber das ist dieses eine Teil und ich liebe die einfach. Ja, die trage ich auch sehr gerne. Außerdem trage ich noch sehr gerne, und das ist auch ein ziemlich anderer Style, diese Chelsea Boots von Tommy Hilfiger. Die sind aus so einem richtig schönen Wildleder. Ich liebe Wildleder. Vor allem an Schuhen, aber auch an Taschen, aber generell. Ich liebe Wildleder einfach. Die habe ich in Größe 36 und die passen mir. Die sind ein bisschen zu klein, aber ich trage sie trotzdem nicht meine Hallo. Ich finde die einfach so extrem schön. Also ich liebe die so doll. Man sieht auch schon, dass ich die sehr gerne getragen habe. Aber ich finde die einfach nur perfekt. Diese Schuhe habe ich letztes Jahr sehr geliebt, also wirklich extrem. Das sind Nike Internationalists und die sind in einer Limited Edition. Also die haben auch so ein, ich sag mal, Tischtennisballmuster. Das ist auf jeden Fall so glänzend und hat auch diese Tischtennisballteile. Und die Sohle ist auch so durchsichtig, also das ist, also die ist halt blau, ne? Schön dreckig. Ich finde die auch immer noch extrem schön. Aber mittlerweile, ich mag halt irgendwie bei so Sneakern das lieber, wenn die so ein bisschen klobiger und so ein bisschen prolliger sind. Die sind auf jeden Fall sehr feminin, also ich glaube, ihr könnt es auch erkennen. Die sind wirklich sehr weiblich. Ich finde es auch nicht schlecht, aber ich persönlich mag es einfach an mir lieber, wenn die so ein bisschen, vor allem weil mein Style einfach so ein bisschen lockerer und lässiger und ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde, da passen dann so Schuhe, die so ein bisschen bolliger sind, einfach besser. Aber trotzdem liebe ich die immer noch sehr. Ich habe sie nur letztes Jahr wirklich so oft getragen. Also im Sommer hatte ich die echt fast jeden Tag an. Und ich liebe sie aber trotzdem. Das ist eine alte Liebe, die nie vergeht. Ein paar, nachdem ich außerdem sehr oft gefragt werde, woher ich die habe, sind diese wunderschönen Chelsea Boots. Die haben so einen richtig schönen, dicken, bequemen Absatz und ich liebe die wirklich sehr. Die habe ich von einem Online-Shop. Die habe ich ungefähr vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr gekauft. Die habe ich von einem Online-Shop, der kommt aus Großbritannien, der heißt ARK. Ich finde es immer so ein bisschen bescheuert, den auszusprechen. Also ARK hört sich an wie so eine Seerobbe oder keine Ahnung. Wenn ich diesen Namen ausspreche, komme ich einfach vor wie so ein Vollspast. Jedenfalls, ich liebe die trotzdem sehr und ich werde so oft gefragt, woher die sind. Aber es gibt ja so ähnliche bei H&M und Asos oder findet ihr schon irgendwas. Die gibt es auch nicht mehr im Online-Shop. Ich liebe die einfach so sehr und ich finde auch vor allem dieses etwas profiligere Profil sehr cool. Das ist eher so ein bisschen derb und ich liebe derb. Dann habe ich natürlich auch noch Doc Martens. Das sind schwarze Matte mit 8 Loch und ich liebe die einfach. Was außerdem nicht fehlen darf im Kleiderschrank sind meiner Meinung nach Chucks. Ich habe einfach welche, also so kurze in schwarz, die sind auch schon ein bisschen öfter getragen worden. Und die gleich nochmal in weiß, aber die weißen sind so extrem braun, dass ich sie jetzt unbedingt in die Waschmaschine stecken muss. Also die sind gerade in der Waschmaschine, aber ihr wisst ja, wie weiße kurze Chucks aussehen. Ja. Finde ich einfach immer mega basic, was man einfach immer gebrauchen kann. Und ich finde, die kann man echt zu fast allem anziehen. Und deswegen gehen Chucks meiner Meinung nach immer und ja. Und kommen wir zu Schuhen, die ich eher weniger trage. Bei denen liegt es daran, dass jetzt einfach nicht die passende Jahreszeit dazu ist. Das sind diese wunderschönen Sandalen.
oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so 10 drin oder so, nein, keine Ahnung. Die haben hier diese super, super schönen Steinchen dran und die habe ich aus Mallorca. Und ich werde so oft gefragt, wo ich die her habe, aber ja, ich habe die aus Mallorca und ich liebe die so doll. Die sind leider nicht ganz so bequem. Ich finde auch generell diese Sandalen, die so eine mega dünne Sohle haben, nicht so extrem bequem. Die trage ich trotzdem sehr gerne. Ich finde, die sind immer so ein bisschen, wenn man so abends so weggeht oder im Urlaub und so, finde ich die einfach extrem schön. Das nächste Paar habe ich auch auf Mallorca gekauft. Das ist schon so lange her. Ich glaube, das sind 3, 4 Jahre sogar. Das sind diese super schönen Keilabsatz-Sandaletten. Die sind sehr ähnlich wie die von Tommy Hilfiger sind die, glaube ich. Aber für mich lohnt es sich nicht wirklich, mir jetzt diese Sandaletten von Tommy Hilfiger zu kaufen, weil ich die echt nicht so oft trage. Aber die habe ich auf dem Markt für, keine Ahnung, die waren echt relativ günstig. Ich trage die wirklich sehr selten, aber ich finde im Urlaub oder so abends zum Weggehen finde ich die halt einfach echt schön. Aber ich bin halt einfach nicht so der hohe Schuhetrager. Ich finde die meisten einfach ungemütlich und ich bin einfach eine Person, die sehr auf Gemütlichkeit achtet. Und hohe Schuhe sind schön, aber irgendwie nicht so richtig meins. Aber trotzdem finde ich die, immer noch sehr süß. Ich denke mal, ich werde die im Sommer auch ein paar Mal tragen, im Urlaub oder so. Aber die sind jetzt nichts so für jeden Tag für mich. Und kommen wir auch schon zu den letzten Schuhen. Das sind natürlich High Heels. Ich trage sehr selten High Heels, deswegen auch die letzten Schuhe in diesem Video, weil ich die wirklich am seltensten trage von allen, die jetzt in diesem Video sind. Wie gesagt, das sind nicht alles meine, also das sind nicht alle meine Schuhe. Also ich habe noch mehr, aber die anderen trage ich dann wirklich echt fast gar nicht, weil die schon entweder älter sind oder irgendwie einfach so ein Fehlkauf oder so. Aber das sind diese Schuhe hier. Die habe ich von Fashion Pills und ich finde das einfach mega schön, weil ich finde die einfach so cool, weil die halt hoch sind und ich dachte mir, komm, ich muss einfach ein paar hohe Schuhe haben, weil ich halt irgendwie, wenn ich mal irgendwo hin muss, wo ich dann ein bisschen schicker sein muss, dann kann ich ja nicht irgendwie mit Chucks oder so ankommen. Ich finde es bei denen einfach so cool, dass sie dieses Classy-mäßige, also dieses halt hohe Absatz und so mäßige vereinen mit diesem Prollen, Drolling, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall hier dieses Profil ist wieder so cool und sie sind einfach sehr rockig, finde ich. Und ich mag sie einfach sehr. Ich finde, das ist echt ein sehr besonderer Schuh. Und ja, ich würde sie sehr gerne öfter tragen, aber ich habe einfach nicht so oft die Gelegenheit dazu. Aber wenn, dann habe ich sie mal bereit. Und ja, das war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!